So, meine Freunde der Sonne, Servus und herzlich willkommen bei Planet Zoo im Franchise-Modus. Ich begrüße euch. Es ist jetzt eine ganze Weile her, dass wieder Planet Zoo online geht. Da müssen wir noch einen Weißschwanzgnu kaufen. Aber wir lassen in dieser Folge zwei Tiere in den Zoo. Das habe ich jetzt schon beschlossen. Hier kommt eine Tierart rein. Und da möchte ich wahrscheinlich hier noch ein Gehege bauen. Ich möchte mich jetzt ein bisschen vergrößern. Also hier entlang quasi. An den Gebäuden entlang. Weil die schränken den negativen Einfluss nicht so arg ein. Und in dieses Gebäude, nicht wunder, dass der Boden uneben. In dieses Gehege. Ihr habt es hier schon gesehen. Schaue ich mir gleich an. Wo sind denn die Einrichtungen? Drin. Die haben keinen Strom. Ja, dann machen wir Strom, ist ja kein Problem. Jetzt ist Strom da. So. Und hier oben. Das habe ich jetzt mal so prophylaktisch gebaut, weil das hat mir gut gefallen. Das Dach habe ich jetzt mal gelassen. Kommt das Orang-Utan-Gehege hin. Das ist jetzt schon so vorgebaut. Hier waren früher die Schneeleoparden drin, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Das habe ich jetzt alles planiert. Ich wollte eigentlich ein Restaurant bauen. Und habe mich dann dafür entschieden, hier die Orang-Utans hinzuschicken. Das mache ich dann aber noch fertig. Das dauert ein bisschen länger. Dafür müsste ich die Folge einige Stunden lang machen. So. Der Rest passt. Das wundert mich ein bisschen, dass das jetzt so gut ging. Ja, nun geht schon planschen. Der afrikanische Wildhund. So, sorry. So.
Passt. Dann forschen wir noch. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte die Forschung. Für die Welthunde. Wo haben wir denn uns an? So. Dann machen wir hier direkt das nächste Gehege hin. Barriere. So, da. Wie groß ist es denn? 600 Quadratmeter. Jetzt müssen wir mal schauen. Im Tierhandel bei der Tüpfelhygiene heißt die. Na, dann nehmen wir die da. Ein Weibchen. Jetzt haben wir das Weibchen. Und das Männchen ist schon mal, wie groß die es brauchen. 1100 Quadratmeter, okay, da müssen wir es doppelt so groß machen.
1400, okay. Hege. Tüpfelhygiene. So. So. Dann können wir die Tüpfelhygienen gleich hineinlassen, aber jetzt können wir sie reinlassen, Tierhandel. Das Männchen. Das Weibchen. So. Muss ich das noch benennen? In gut. Schau's aus. Moment, das haben wir ja was vergessen. So. Haben Sie noch eine kleine Badefläche? Whoa!
So. So. Der letzte Polarwolf, oder? Oder sind noch welche drin? Nein, das waren alle. Da muss ich wieder nach Polarwölfe schauen. Machen wir gleich mal. So. Das Männchen. Der Weibchen. Das Männchen hauen wir direkt rein. Wie schaut es mit den Dallschafen aus? Haben wir da noch welche? Wahrscheinlich nein. Nein. Was eins noch? Okay. Und zwar ein Männchen. Dann brauchen wir noch ein Dallschaf-Weibchen. Das holen wir jetzt auch nur kurz. Beschäftigung durch Futter. Okay. Gehege. So. Okay.
euch. Ist alles in Ordnung. Nice. Ich lasse mal wieder einige rein. Das war mein Timer. Wir lassen jetzt mal wieder ein paar rein, damit wir wieder Platz im Inventory haben. Na, jetzt bin ich wieder zufrieden, jetzt haben wir fast alle raus. Super. Also wir haben für diese Folge natürlich wieder ein paar Tiere reingelassen, denn jetzt so, wir haben 2,1 Mille an Vermögen angehäuft. Hier strömen schon die ersten Gäste ein. Okay. Ich bin komplett zufrieden. Die gehen schon in Richtung Tüpfelhyänen. Wie schaut es hier bei den Wildhunden aus? Das Weibchen. Und das Männchen. Also denen passt alles. Das freut mich natürlich sehr. Das stört mich noch. Das machen wir noch kurz. Was sind die Gedanken? Gesund und glücklich, wenn wir das Tier gut sehen. Das freut mich.
Und bei den Tüpfelhyänen, wie schaut es da aus? Gibt es da schon Gedanken? Nein, gibt es keine Techniker. So. Und damit beende ich die Folge Planet Zoo im Franchise-Modus. Schon mal. Aber vorher möchte ich noch gerne forschen. Wildhund. Tüpfelhyäne, da mal die andere. So. Ignorieren. Und warum? Oh, zu kalt. Sorry. Jetzt steigt es schon wieder, weil jetzt wird es warm. Ne, ihr habt's doch warm, also passt doch. So, wie schaut's aus? Sehe ich nichts mehr vor lauter Schnee. Das ist alles in Ordnung. Und bei den Weibchen ist auch alles in Ordnung. Gut. Und bei den Hyänen? Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Das freut mich. Aber bei den Tüpfelhyänen fehlt was. Fällt es mir gerade auf. Essenstablett, Essenstablett. Nice. Und ich möchte mich hiermit schon mal von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit am Start. Wenn wir die nächsten Tiere in den Zoo lassen, das ist ja wieder der Plan. Süß.
Ja, das macht man dann in der nächsten Folge oder ich dann später offscreen. Aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier wieder. Also bis bald. Euer Sakai.